Willkommen in Schweden, genauer gesagt in Stockholm. Hier checken wir, welche Dinge ein Schwede im Alltag unbedingt braucht. Vielleicht können wir uns da ja auch was abschauen. Dafür treffen wir die 28-jährige Naomi und ihren Freund Simon. Sie zeigen uns ihren Tag. Und er startet im Dunkeln. Denn die Sonne geht hier erst um 8:30 auf. Aber erst mal ab zum Bäcker. Gleich an der Eingangstür springt uns ein Schild ins Auge. No cash. Kein Bargeld also? Oder wie die Schweden sagen, kontantfrei bezahlen. Erst mal da rein. Ein paar Brötchen später heißt es 30 Kronen bitte, also ca. 3 Euro. Und diesen Mini-Betrag zahlt Simon mit Karte. Tatsache. Wir zahlen mit Paywave. Das ist komplett ohne Kontakt. Ich muss meine Karte nur auf die Maschine halten und nicht mal reinstecken. Das ist einfacher. Cash, bei uns in Deutschland so beliebt, gibt es hier so gut wie gar nicht. Habt ihr denn überhaupt Cash dabei? Viele Geschäfte akzeptieren kein Bargeld. Man kommt einfach deutlich weiter mit einer Kreditkarte als mit Bargeld. Simon hat 200 Kronen dabei, Naomi gar nichts. Im Geldbeutel des Durchschnittsdeutschen stecken dagegen knapp 90 Euro. Kannst du die Brötchen in eine Tasche packen? Wir wollen sie mitnehmen. Du? Ziemlich vertraut für ein Gespräch mit einer Fremden. Tatsächlich duzen die Schweden immer. Obwohl es ein Sie gibt, aber nur für große Ausnahmen wie die Königsfamilie. Dann heißt es, wünscht der Herr König noch? Sie sagt niemand. Wir sagen nur du. Ich finde es auch seltsam, unterschiedliche Worte für verschiedene Leute zu haben. Es ist ungerecht, ein besseres Wort für bestimmte Leute zu haben. Ja, wir sollten einfach alle gleich behandelt werden. Zeit fürs Frühstück. Da entdecken wir gleich die nächste Besonderheit. Dieses seltsame Holzding in der Butter. Ein eigenes Messer hat dagegen keiner. Das ist ein Buttermesser. Es ist aus Holz und extra für Butter gemacht. Unsere Butter ist super weich, deshalb brauchen wir zum Streichen etwas, das weiche Kanten hat. Und die meisten davon sind sogar handmade. Ich habe das vor ungefähr 20 Jahren in der Schule selbst gemacht. Ja, wir mussten alle welche im Werkunterricht machen. Du sicher auch, oder? Ja, aber ich habe meine alle zu Weihnachten verschenkt. Schluss mit Frühstück. Für Naomi heißt's jetzt ab in die Arbeit. Küsschen und ciao. Da die Corona-Beschränkungen in Schweden etwas lockerer sind als bei uns, kann Naomi ohne Einschränkungen in die Arbeit gehen. In der Mittagspause treffen wir sie wieder. Kaum 3 Meter aus der Tür fällt ihr gleich etwas auf. Das Auto steht auf dem Parkplatz meiner Firma. Ich kenne es aber nicht. Könnte ein Problem werden, wenn ein Mitarbeiter dort parken möchte. Die nächste Besonderheit aus Schweden. Wem äger bilen? Wem gehört das Auto? Also checke ich jetzt, wem das Auto gehört. Dann kann ich da anrufen und fragen, ob sie es wegfahren können. Das meint Naomi wirklich ernst? Sie gibt einfach das Kfz-Kennzeichen auf einer Webseite ein. Noch ein Klick und schon hat Naomi den Namen per Mail. Bei uns undenkbar. Dafür schreiben wir das Wort Privatsphäre zu groß. Die Schweden allerdings nutzen diese Möglichkeit in vielen Situationen. Meist, wenn jemand komisch fährt oder auf deinem Parkplatz steht oder jemand rücksichtslos im Verkehr ist, dann willst du wissen, wer das ist. Und um einfach zu wissen, was in deiner Umgebung so passiert oder wenn du jemanden siehst, der besser nicht fahren sollte.
Außerdem ist es voll normal zu checken, wo jemand wohnt. So kannst du die Adresse und die Telefonnummer sehen. Adresse und Telefonnummer, für die Schweden nur ein Klick entfernt. Für unsere deutschen Ohren echt gewöhnungsbedürftig. Immerhin kann es dann ja weitergehen. Denn über Google bekommt heute jeder die persönlichsten Informationen. Auch typisch Schweden, nach der Arbeit ist es wieder dunkel. Sonnenuntergang vor 3 Uhr. Winter in Schweden eben. Auf den will sich Naomi vorbereiten. Dafür geht's in einen Fahrradladen. Und da treffen wir auf das nächste typische Schweden-Ding. Dubdeck. Das sind kleine Spikes, die auf den Reifen stecken. Die bringen vor allem eins, einen besseren Halt beim Fahren. Es wird sehr kalt. Und dann bildet sich Eis, das man nicht gut sehen kann. Außerdem wird es sehr früh dunkel. Also ist es schwer, den Boden anständig zu sehen. Es ist wichtig, dass man im Winter zu Dubdeck wechselt. Damit starten wir im November. Wäre auch was für uns. 2019 gab es über 4000 Unfälle mit Personenschaden wegen Schnee und Eis. Deshalb rüsten die Schweden nicht nur ihr Fahrrad, sondern besonders ihr Auto mit Dubdeck aus. Insgesamt nutzen 65% der Schweden die Spikes, im Norden sogar 93%. Der Grip durch die Spikes ist zwar besser, aber die Dubdeck haben auch Nachteile. Besonders für die Umwelt. Die Spikes reiben Teilchen aus dem Asphalt und die sind dann in der Umgebung. Das ist schlecht für die Umwelt und die Luft, besonders in der Innenstadt. Denn da bleibt der Schnee nicht liegen, weil viele warme Autos drüber fahren. Deshalb gibt es auch dubdeckfreie Zonen. Außerdem sind die Spikes nur vom 1. Oktober bis zum 15. April erlaubt. Aber auch in dieser Zeit sollten die Bürger Spikes nur bei Schnee nutzen, um den Asphalt zu schonen. Für Naomi heißt's jetzt wieder abdüsen, denn Simon wartet schon und mit ihm die nächste Besonderheit, ohne die Schweden kaum leben können. Viele Schweden treffen sich nämlich nicht zum Feierabendbier, sondern gern zum Feierabendkäffchen. Bei uns ja eher eine Mittagssache. Einen witzigen Namen gibt's on top. Fika, das bedeutet Kaffeepräuschen mit Gebäck. Zum Beispiel die beliebte Zimtrolle. Die Dame im Café erzählt uns, wie wichtig Fika im Alltag ist. Fika ist wirklich ein Muss für jeden Schweden. Wir haben so gut wie jeden Tag eine Fika. Circa 11 Tage pro Jahr verbringen die Schweden am Fika-Tisch. Sicher auch, weil sie wahre Kaffeeliebhaber sind. Während wir jährlich nur 5,6 Kilo Kaffee pro Person konsumieren, sind es bei den Schweden satte 8 Kilo. Damit sind sie weltweit auf Platz 4 der Kaffeekonsumenten. Dank der Fika. Und die gibt's sogar in der Arbeit. Donnerstagsfika ist ein Ding. Da sitzt man mit seinen Kollegen für eine Stunde zusammen und einer muss dafür sogar extra das Gebäck besorgen. Ja, bei uns gibt's das. Jede Woche die Donnerstagsfika. Für die Fika in der Freizeit nehmen sich die Schweden täglich etwa 24 Minuten. Uhrzeit egal. Deshalb sind auch abends die Cafés gut besucht. Wir entdecken noch mehr Besonderheiten in Schweden. Zum Beispiel diese außergewöhnlichen Lampen. Was die können, sehen Sie gleich. Von den Schweden haben wir gelernt, Cash ist out. Rausfinden, wem mein Auto gehört. Einfach. Und so sieht die Winterausrüstung fürs Fahrrad aus. Bei Naomi und Simon zu Hause entdecken wir hinter der Tür etwas, was in Deutschland nicht alltäglich ist. Nein, lass uns das andere Licht anmachen. Es ist so dunkel draußen. Das andere? Damit meint Naomi dieses grelle Licht. Die Dagslius-Lampe. Die Tageslichtlampe.
Davon hat Naomi eine im Gang und eine im Wohnzimmer. Im Winter schaltet sie sie immer an, wenn sie auf der Couch sitzt. Es ist so viel schöner mit diesem Licht. Ja, wie Sonnenlicht. Die Tageslichtlampe imitiert das Licht der Sonne. Viele schwören darauf, weil es angeblich gegen Winterdepressionen hilft. Die Lampen sollen das Vitamin-D-Defizit im Winter ausgleichen. Es ist so dunkel in Schweden. Die Sonne geht erst zwischen 7 und 8 auf und um 3 schon unter. Das heißt, die meiste Zeit ist es dunkel. Also brauchen wir extra Licht. In Schweden gibt es die Lampen nicht nur in Wohnungen und Häusern, sondern auch an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel an dieser Bushaltestelle in Umeå, nördlich von Stockholm. Und noch eine Sache fällt uns auf. Serien im normalen Fernsehen sind auf Englisch. Mit schwedischen Untertiteln. Hier gibt's nur selten eine übersetzte Variante. Dafür lesen die Schweden fleißig mit. Nur ein paar Kinderfilme und einige Blockbuster sind Ausnahmen. Wir haben einige coole Dinge im Alltag der Schweden entdeckt. Cash ist total out. Sie wissen immer, wem welches Auto gehört. Und ihre Wohnungen sind im Winter dank spezieller Tageslichtlampen heller als unsere. Nicht schlecht, oder?